Erstmal ist so das Wichtige, fokussiert zu sein, schon allein bevor man anfängt mit dem Training, sich gescheit aufzuwärmen, noch mal ein paar Sachen im Kopf durchzugehen, was sind meine Punkte heute, was will ich verbessern, was will ich erreichen. Also bei mir war das so, dass ich dann 2019 bei so einem Daniel Bunacker Pistenbully Camp war und da habe ich es einfach mal ausprobiert, auf Spaß, und habe dann sofort gemerkt, okay, das ist das, was ich machen will, ich war direkt on fire. Und bin dann quasi die Pistenbully-Tour noch zu Ende gefahren und die 2 Jahre danach auch und habe es dann tatsächlich ins Nachwuchsteam geschafft. Wir haben Gott sei Dank mit Pistenbully einen extrem potenten, motivierten Partner in dem Bereich von angefangenen Kids, Kinder auf kleinen Rutschall, Plastikski in den Skisport reinzubringen, irgendwie für den Wintersport zu begeistern. Und wir haben mit der Lina so ein klassisches Role Model, die den Weg gemacht hat, hin über die Camps zu der Tour. Letzten Endes dann irgendwann bei uns auf dem Scouting, auf der Nachwuchssichtung aufgetaucht ist und so gut war, dass es ins Nachwuchsteam auch geschafft hat. Das ist natürlich für uns der Mega-Output aus der Kooperation raus, jemanden zu bekommen, mit dem wir eigentlich dann den Weg einschlagen in Richtung Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Ja, ich bin Pistenbully extrem dankbar, dass sie das für mich quasi eröffnet haben, diesen Sport. Das hat mir extrem viel gebracht in meinem Leben.